Moin moin Leute, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Homo und wenn ihr auf Lost Place steht, die so ein bisschen ruhiger, gemütlicher und entspannter sind, dann seid ihr hier bei mir genau richtig. Heute spielen wir unsere No-Plan-Challenge weiter. Die besteht daraus, dass ich mir einen Planeten auswählen kann, den völlig freie Specs geben kann, wie ich Bock habe. Aber ich muss mit drei Dupes beginnen, welche Flatulenzen haben. Ansonsten stehen mir alle Druckerzeugnisse zur freien Auswahl. Und, weil das ja noch relativ entspannt wäre, haben wir jetzt noch mit drin, dass wir keine Äcker oder keinen Acker bauen dürfen. Weder manuell bewässert, noch automatisch. So, dafür haben wir hier den kleinen Trick gemacht, dass wir einen Planeten ausgewählt haben, wo ganz viele dieser kleinen süßen Pips mit dabei sind. Die als Eigenschaft haben, dass sie Samen eingraben. So. Und in der Hoffnung, ich bin dann in der Hoffnung, dass wir die Kalorien quasi so auf einem gewissen Level halten können. Das wäre auf jeden Fall ganz nice. So, unsere Flatulenzler haben uns hier auch schon ordentlich die Basis vollgepupst. Das ist ein bisschen problematisch. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das hier in den Griff kriegen. Bin ich mir noch nicht so ganz so sicher. Es gibt ja irgendwie die Möglichkeit, einen unendlichen Gastank zu bauen. Da müssen wir mal schauen, ob wir den vielleicht einfach hier hinsetzen. Ja, ihr seht, Sauerstoff sieht ziemlich mau aus. Erdgas haben wir dafür wiederum in rauen Mengen. Um das in den Griff zu kriegen, haben wir hier eine Gaspumpe gebaut mit Gaselementsensor, welcher aber Erdgas auslöst. Hier unten wird dann der Sauerstoff rausgefiltert, dass wir hier im Optimalfall bloß Erdgas drin haben. Und ja, warum ich das jetzt hier so gebaut habe mit zwei Gasabzügen, bin ich mir auch noch nicht so ganz so sicher. Aber ja, wir gucken mal, wie wir das so in den Griff bekommen. Guti, dann würde ich sagen, gehen wir direkt rein, gucken kurz, was das hier ist. Myrtleaf und Myrtleaf, okay. Ja, dann machen wir mal los. Ah, warte, Tempo. Erstmal runter mit dem Tempo. So, was haben wir hier? Was ist das denn? Achso, der benötigt eine Leerung. Okay. Oh, der Sound ist auf meinem Ohr ein bisschen arg laut. Ich glaube bei euch auch. So. Jetzt sieht's besser aus, oder? Genau. Guti, das ist immer das Problem, wenn man zwischen Stream und Real Life hin und her switcht. Lüftungsoverlay. So, wir haben hier Erdgas, welches reingeht. Das wird hier gefiltert. Das ist ja schon mal ganz nett. Ja, da können wir mit leben. Das ist gut. Der pumpt hier auch tatsächlich geringe Mengen Erdgas und Sauerstoff und verschmutzten Sauerstoff umher. Gut, das hilft schon mal. Wir haben eine Atmungsfähigkeit von 13%. Das ist natürlich jetzt ganz stark ausbaufähig. So, wir überlegen mal, wie wir das machen können. Jetzt mal einen Schluck Kaffee. Super, gesabbert. So. Wir haben hier einen Gastank. Da würde ich sagen, zerleg mal einfach mal das. Gebäude. Das müsste ja das sein, oder? So, dann können wir das hier eigentlich zerlegen, weil so viel kommt ja nicht durch. So, und dann können wir hier... Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöder. Nee, halt den lassen wir mal. Zerlegen, abbrechen und zerlegen den da. So, okay. Das ist jetzt der einzige wirkliche Auftrag, den sie haben. Wir gehen mal ein bisschen Tempo ein bisschen hoch. So, das hier müssen wir mal auf einer gediegenen 9 setzen. Das da auch. Die müssen hier Strom machen, sonst wird es mit dem Sauerstoff recht eng. Ziemlich zügig, würde ich sogar behaupten. So, wir haben Druckerzeugnisse. Mir wäre es natürlich lieb, wenn wir hier was zu essen kriegen. Dünger braucht man nicht. Nudelarme brauchen wir auch nicht. Athletik wäre jetzt gerade wichtig. Tierzucht. Ja, nehmen wir mal die. Hat die irgendwelche Negativ-Bugs, die mich nerven? Nee. Okay. So, und da wir jetzt gerade aktuell Strom als Problem haben, würde ich sagen, wir machen das jetzt folgendermaßen, dass wir jetzt hier unten, wo wir CO2
wo sich das CO2 sammelt, machen wir jetzt ein bisschen Strom hin, während wir hier drauf warten. Da überlegen wir uns jetzt mal, was wir bauen. Kohle haben wir nicht viel. Gucken wir nochmal nach. Alles anzeigen. Wir haben Holz 600 Einheiten. Ausbaufähig. Wir haben Wasser, Erde, Erdgas. Haben wir eigentlich hier noch? Steht in Kohle. Kohle haben wir 4 Tonnen. Das wäre erstmal okay. Dann gehen wir mal auf Kohle. Gehen wir auf Kohle erstmal. Was steht denn hier? Mehlholz. Nee, halt, das dürfen wir nicht abreißen. Entfernen. So, dann müssen wir hier nochmal eine Ebene einziehen. Können wir hier bauen? Ja. So, dann machen wir hier die Stromebene hin. Und setzen dann hier in Kohlegenerator. Und in Holzgenerator. Na, ein oder zwei? Ne, warte mal, der steht sowieso scheiße. Wir setzen hier die automatische Batterie hin. Setzen hier zwei davon hin. Und dann setzen wir hier noch einen Kohlegenerator hin. So, zack, bumm. So, und dann gehen wir hier oben mal in der Forschung. Was erforschen wir denn gerade? Das müssen wir auch noch mal gucken. Was ist hier gerade Mission? Ach, automatische Batterie machen wir schon. Wunderbar. So, haben wir hier irgendwo schon einen Steinbrecher stehen? Wie war denn das? Ja, hier. Okay, gut, top, wunderbar. Und dann können wir ja auch schon Automatisierungskabel bauen. Die können wir ja hier hinsetzen und hier hinsetzen. So, und dann müssen wir hier bloß noch die Batterie hinsetzen und dann müsste es ja passen, die automatische. So, was haben wir hier an Strom? Haben wir schon Leiterkabel? Ne, haben wir noch nicht. Die werden wir jetzt als nächstes erforschen. So. Okay, dann bringen wir hier mal die Mobs um. Angreifen, angreifen. Den Mob machen wir auch noch platt. Zack. Kampf. Achso, okay. Puh, schon erschrocken. Na los, lauf weg, Mob. Wir kriegen dich. Let's go. Ach, die droppen gar kein Essen. Das ist natürlich blöd. Na gut, ist jetzt halt so. Und dann könnten wir hier einen Boden hinsetzen. Hier. Mal hier den Arborbaum. Schwierig. Sehr schwierig. Na gut. Aber wir kriegen das hin. Wir lassen uns ja nie aufhalten. Das ist ja ganz wichtig, dass man sich von solchen Kleinigkeiten nicht ausbremsen lässt. So, wir haben hier auf jeden Fall noch ein bisschen Sauerstoff. Hier haben wir. Unsere Toiletten sind noch frei. Warum pissen die hier einfach hin, die Pisser? Naja, gut. Wir finden das schon noch raus. So. Aluerz, Aluerz. Hier unten haben wir. Hier hatten wir doch. Warte mal, brauchen wir Sauerstoff. Verschmutzte Erde in verschmutzten Sauerstoff. Wir gucken mal kurz, wie viel verschmutzte Erde wir haben. Wir haben Mafisches Geschein, verschmutzte Erde. Haben wir 1800 Kilo. Ist auch nicht so viel, ne? Aluerz, Granit, Magmatit, Erde. Nährstoffreiche Erde. Hier können wir noch ein bisschen was herkriegen. Hier auch und hier oben sehe ich da auch noch Erde. Ja gut, okay, Erde ist jetzt nicht so das Problemelement. Dann setzen wir hier mal ein bisschen was weg. Und hier. Und hier. Ach komm, scheiß drauf. Wir setzen das auch noch. Zack, fertig. Bam. Gut, dann haben wir hier. Hier haben wir auch noch Erde. Dann möchten wir als nächstes. Kann man hier Prioritäten? Das ist ja Bedienung, ne? Gehen wir mal auf hoch. Vielleicht rennen die dann ordentlich, die Hunde. So. Dann haben wir Ditte.
Der kann jetzt in aller Ruhe forschen, das ist gut. Das ist ja auch wichtig. Wichtig und richtig. Und dann hat man hier Kohle. Genau. Deshalb waren wir ja, glaube ich, hier, ne? Kohle, 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 Kohle. Kohle, Kohle, Kohle! So, und dann sieht es ja schon mal ganz nett aus. Hier haben wir Eis. Hier drüben hat man doch irgendwo Sohle-Eis. Das da. Da könnte man Salz draus kriegen. Das wäre nicht schlecht, weil dann könnte man mit dem Rostoxidator-Dingens könnte man dann arbeiten. Das wäre ja schon mal nicht so verkehrt. So, wie sieht's denn jetzt hier aus, ihr Pappnasen, ihr Elendigen? Okay, ganz okay eigentlich. So, dann müssen wir hier als nächstes zu Strom gehen und hierhin forschen. Damit wir unsere komplette Technik hier vielleicht auch gleich an die Leiterkabel hängen können. So, kriegen wir das Erdgas hier so langsam raus? Ja, naja, ganz, 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 ganz langsam. Aber es wird. Wir brauchen halt permanent Strom und dann funktioniert das, glaube ich, auch. So, Erdgas hier rein, super gut. Hier haben wir 900 Gramm, das ist jetzt nicht so viel. Aber es gibt ja noch diesen Magic Trick, dass wir hier vielleicht mal die Prioritäten auch umsetzen. Das wäre auch nicht so verkehrt, glaube ich. So. Ah, wir haben fertig geforscht. Sehr gut. Wir forschen direkt weiter. Wir lassen uns nicht aufhalten. So, die rennen, die forschen. Das ist gut. So, haben wir jetzt Eisenerz zu Eisen. Machen wir auch mal für immer. So, jetzt müssen wir das ja hier langsam in den Griff kriegen. Ja, hier haben wir ganz schön viele Pupser. Die müssen wir irgendwie mal auf einen anderen Planeten schicken oder sowas. Ganz schwierig. Genau, hier haben wir jetzt nämlich schon relativ viel Druck. Das geht bis 2 Kilo, glaube ich, mit dem Gasabzug. Gucken nochmal. Überdruck 2000 Gramm, jawohl. Und hier haben wir 1100 und hier haben wir 1200 schon. Das heißt, das Projekt wäre tatsächlich relativ wichtig. So, und dann gehen wir hier mal kurz, machen wir hier mal kurz Pause. So. Und dann gucken wir mal. Und dann bauen die mir nämlich das da. Du kämpfst gegen die Morbs. Okay, wie du willst. So, und gucke mal. Jetzt kriegt man das Erdgas kriegt man doch hier schon mal raus. Das ist doch schon mal super. So hatte ich mir das gewünscht. Jetzt müssen wir bloß noch eine Sauerstoffproduktion ansetzen. Und das machen wir gleich als nächstes. Habe ich hier. Achso, ah ja, na klar, logisch, natürlich. Wir sollten hier die Tür noch einstellen. Das wäre auch ganz wichtig. So. Dann sieht das hier doch schon mal ganz nett aus. Zack, ihr geht wieder forschen, hoffe ich. Wir bauen hier noch eine intelligente Batterie. Und hier natürlich auch. Zack, zwei Stück. Los geht's. So, und dann entfernen wir den da. Machen wir gerade. Auch sehr schön. Wunderbar. So, wir haben die Atmungsfähigkeit auf 3% gesenkt. Hervorragend. So soll es sein. Und jetzt gehen wir hier mit den Ziegeln hin. Machen das so. Ich glaube, wir hätten den hier gar nicht entfernen müssen. Na super. So, dann machen wir hier eine Leiter hin. Und dann machen wir hier nämlich einen Flaschenentleerer hin. Genau so machen wir das. Und dann können wir nämlich hier ein bisschen Wasser reinlassen. Jawohl, und dann können wir hier jetzt mal anzeigen, welche Flüssigkeiten haben wir denn. Wir nehmen mal verschmutztes Wasser. Das können die hier gleich reinballern. Dann nehmen wir den hier nochmal weg. So. Und dann probieren wir da jetzt 872 Gramm Wasser einzuführen. Oder Flüssigkeit. Einzuführen? Das fühlt sich irgendwie falsch an. So. Zack. Wir wischen hier mal den Kaffee weg, den ich vorhin verschüttet habe. So. Kaffee ist weg. Extraordinary.
Machen wir hier mal das Wasser rein. Dann zerlegen wir den Genossen hier. Haben wir wieder einen Zyklus geschafft. Wir sind schon bei Zyklus 30. Wow. So. Pappnase pennen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen suboptimal. Habe ich das hier noch offen? Ja, wir dürfen noch. Was war seit Ihrer Mission jetzt? Naja, gut. Okay, Strom. Was haben wir hier jetzt? Aha, wir kriegen jetzt hier einen Wasserstoffgenerator. Das ist auch nicht schlecht. Ich habe zwar noch keinen Wasserstoff gefunden, aber wir werden den bestimmt noch finden. Wir müssen uns ja hier mal ein bisschen ausbreiten. In alle Richtungen. Hier drüben ist auf jeden Fall ziemlich kalt. Da sollten wir nicht so hin. Vielleicht eher nach unten. Wir gucken. Wir finden es noch raus. Hier ist auch ziemlich kalt. Aufs Temperatur-Overlay gehen. Ja, hier ist alles ziemlich kalt. Das ist schwierig. Aber wir kriegen das hin. Wir lassen uns ja nicht aufhalten. So. Top. Wir kriegen hier Flüssigkeit rein. Wir haben Druckerzeugnisse. Vielleicht was zu essen? Rost? Nehmen wir Rost? Ja, wir nehmen Rost. Rost ist super, brauchen wir uns den Rest gar nicht angucken. So, jetzt gehen wir auf Fertigkeiten. Was haben wir hier zur Auswahl? Kannst du irgendwas? Nee. Viehzucht? Verbesserte Landwirtschaft? Brauchen wir nicht. Haben wir hier irgendwas? Kunstgrundlagen? Ist noch nicht so wichtig. Verbessertes Basteln? Nehmen wir das. So, was haben wir hier? Fortschrittliche Forschung? Nehmen wir das oder nehmen wir das nie? Was kannst du? Elektrotechnikbedienung, machen wir einfach weiter. Du wirst der beste Baumeister, den wir finden können. Ich freue mich drauf. So, wie viel Flüssigkeit haben wir denn hier? 708. Sehr gut, wunderbar. 872 brauchen wir, glaube ich. Das da muss nämlich hier ein ganz kleines Stück drüber laufen. Quasi, wenn wir hier, wenn das Ding voll ist, läuft das hier drüber. Dann machen wir hier ein Dingens hin, ein Stein und dann könnte es schon funktionieren. Ich bin mir noch nicht so sicher. Wir finden das noch raus. Ja, wir sind hier nämlich schon am Drucklevel, Druckmaximum quasi. So, habe ich jetzt noch verschmutztes Wasser? Das wäre ja auch nicht so verkehrt. Oder wir pausieren hier mal kurz und dann gucken wir. Wo haben wir Flüssigkeit? Flüssigkeit. Verschmutztes Wasser? Ja, ist noch genug da. Top, wunderbar. Wie sieht es denn eigentlich mit frischem Wasser aus? Ja, auch noch ganz gut. Verhältnismäßig zumindest. Wunderbar. Weiter geht's. Ja, es wird wunderbar. Wir haben jetzt 900 und. Okay. Na, Punkt ist, es muss hier so leicht drüber gehen. Dann kann man hier auch mehr Flüssigkeit. Ah, jetzt. Jetzt haben wir es geschafft. Das heißt, wir setzen hier jetzt den Ziegel hin und machen hier eine 5 hin und dann gucken wir nochmal. So, top. Jetzt müsste es ja passen, oder? Wie viel haben wir jetzt hier? Verschmutztes Wasser haben wir hier. Und hier haben wir verschmutztes Wasser 70 Gramm. Und wir haben jetzt... Jawohl, das funktioniert. Top. So hatte ich mir das gewünscht. So, dann zerlegen wir das Ding. Vorher deaktivieren wir es. Okay, perfekt. Einfach abreißen, die Scheiße. Weg. So, und jetzt können wir hier unendlich viel Gas reinpressen. Das ist schon mal super gut. Weil dann haben wir auf jeden Fall keine Erdgasprobleme mehr. Erstmal. So, jetzt können wir hier Leiterkabel bauen. Das ist super gut. Machen wir das so und so. Und dann bringen wir die hier einfach nach oben.
Bringen wir die hier einfach nach oben. So, zack. Können wir die hier auch einfach ersetzen? Nee, na, natürlich nicht. Dann müssen wir das Ding wieder klar machen. Gebäude aktivieren. Sehr gut. Jetzt sperren wir hier den Durchgang in die Richtung und hier natürlich auch. So. Und hier steigt der Druck. Langsam, aber sicher. Hier haben wir verschmutztes Wasser. Okay, das passt schon. Ja, naja, das kriegen wir schon alles hin. Das sieht ja gut aus. Immer schon 2000 Gramm. Siehst du, das funktioniert. Einwandfrei, so hatte ich mir das gewünscht. So. Ja, passt. Halt, stopp. Wo schickt der Hund seinen Strom hin? In die Batterie. Damals natürlich nie aufgepasst. Gebäude deaktivieren und den da deaktivieren wir auch erstmal. So. Okay, ist schon. Sehr gut. Hallo, Freunde, los! So, der ist aus und der ist auch aus. Das ist gut. Das ist doch schon mal was. So, langsam aber sicher geht's hier voran. Wir haben das Erdgas in den Griff gekriegt, zumindest vorerst. Wir machen hier Sauerstoff. Zwar nie viel, aber wir machen welchen. Und jetzt können wir uns um andere Dinge kümmern. Wie zum Beispiel Sauerstoffproduktion. Da können wir natürlich noch ein bisschen mehr von gebrauchen, weil man immer mehr braucht. Das ist ganz wichtig. So, das haut hier ordentlich rein. Das ist gut. Was mache ich denn eigentlich meine Leiterkabel? Aus Eisen. Okay, noch dekadent. Da geht es ja wohl kaum noch. Hä? Dann sollte ich das hier vielleicht mal runtersetzen. Ist das aus Eisen? Ne, das ist aus Alu. Okay. Gut, wunderbar. Alles aus Alu. Sehr schön. Machen wir so. Habe ich noch Alu-Erz? Alles anzeigen. Alu-Erz. Ja, das reicht erstmal. Eisenerz zeigen wir uns auch mal an. Dasselbe machen wir mal mit Holz und Kohle. Wo war jetzt Kohle? Hier war Kohle. Kohle. Rost haben wir auch. Dann brauchen wir bloß noch Salz. Dann können wir eigentlich auch schon direkt professionell Sauerstoff produzieren in größeren Mengen. Das wäre ja ganz geil. Dann können wir nämlich hier unten die Oxy-Farms vorne nennen. Ah ne, die können wir eigentlich stehen lassen. Weil die gießen wir ja nicht, da wir keinen Acker bauen dürfen, dann passt das eigentlich ganz gut. So, und dann ersetzen wir hier mal die Leitung. So. Wieso machen die jetzt noch Eisen? Ich habe doch den ausgestellt. Den Produktion, die Produktionsorder. So, Gas sieht hier ganz gut aus. Aha, guck mal. Jetzt haben wir hier natürlich das Problem. Müssen wir hier zwar theoretisch... Shit, müssen wir das nochmal machen? Flaschenentleerer? Nochmal einen hinsetzen? Und dann müssen wir das hier natürlich aufmachen. Ja. Oh, wir haben ein Druckerzeugnis. Was haben wir hier? Den Hatchling. Der bringt Kalorien. Den nehmen wir natürlich mit. Hm, haben wir hier noch was Tolles? Narkoleptisch. Ja, fühle ich. So. Wir drucken uns den Hatchling. Brauchen wir zwar nicht, aber ist okay. Wir haben ihn jetzt. Also, habe ich hier aufgemacht. Das ist off. Wunderbar. Und dann gucken wir mal aufs Gas-Overlay. Aus was besteht die Leitung? Magmatit. Die können wir eigentlich auch einfach so lassen. Das passt schon. So, passt. Jetzt müssen wir hier bloß noch eine Pappnase finden, der das baut. Wunderbar.
Wieso atmest du Erdgas? Bist du irre? Ich glaube, das ist nicht so gesund. So, und dann machen wir hier jetzt verschmutztes Wasser. Ja. Und da wir hier ja den Mod für eine gute Luftschleuse haben, haben wir jetzt auch nicht wirklich ein Problem. Überdruck in der Lüftung. Kann ich das Feld hier einfach nur wegwischen? Geht das? Nee, nicht auf dem Boden. Ah, schwierig. Wie war denn das jetzt? Zerlegen wir den Block mal. Ich muss mal ein bisschen recherchieren, wie das jetzt hier war. So, und jetzt wieder den Block hinsetzen. Wie war denn das? So, und das haben wir hier. So, jetzt ist der Überdruck in der Luftung wieder weg. Das ist schon mal ganz gut. Ja, vielleicht müssen wir das jetzt noch ein paar Mal machen. Das kriegt man schon irgendwie hin. Guck mal, jetzt schiebt er das hier die ganze Zeit rein. Das ist super. So, wir haben die Atmungsfähigkeit wieder auf 12% nach oben gewurstelt. Das ist auch ganz gut. So, dann können wir den hier aktivieren und den natürlich auch. Quatsch. So, den hier wollten wir aktivieren. Wunderbar. So, und dann können wir uns ja jetzt mal um Sauerstoff kümmern. Achso, wir wollten die Sauerstofffilter wollten wir erforschen, ne? Die waren hier bei. Wo waren die denn? Mal gucken. Gase. Hase, Hase, gib Gase. Die waren nämlich hier. Gehen wir dahin. Wunderbar. Feuer frei. So. Na, dann sieht es doch hier schon mal ganz nett aus, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob wir hier mit steigendem Druck auch mal gucken müssen, dass wir das vielleicht generell immer anpassen. Weil die Physik ist ja hier relativ gut umgesetzt. Und Wasser drückt ja, glaube ich, wird ja auch von Gas gedrückt. Wenn ich Scheiße erzähle, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr was besser wisst, schreibt es generell immer gerne in die Kommentare. So, ich bin immer für jeden Tipp dankbar. So, hier haben wir ganz viele Pips. Das sind vielleicht auch ein bisschen zu viele, hä? Man weiß es noch nicht. Man munkelt noch. Aus was sollen die Kabel sein? Aus Eisen, ja, natürlich. Das kann ja nicht funktionieren. So, wir wollen natürlich Leiterkabel aus Aluminium. Aus Alu. Wunderbar, jetzt funktioniert's. Top. So, hier machen wir Matschriegel und hier machen wir Barbecue, eingelegte Mahlzeit. Was wir so finden. Dann können wir die Hamsterräder ja eigentlich auch zerlegen. So, was haben wir hier bei Strom jetzt noch gekriegt? Na gut. So weit sind wir dann doch noch nicht. Oh, ich brauche mehr Betten. Warum sagt mir sowas keiner? Schwierig. Dann müssen wir hier vielleicht auch mal noch eine Etage reinziehen. Oder halt hier. Komm, wir machen hier eine Etage rein. Das ist ganz gut. So. Und so. Boden. Genau. Ziegel aus Granit. So. So. Und wie breit ist der Gerät hier? Halt, stopp. Das war so nie geplant. Hier haben wir 16 Felder und hier haben wir 15. Geht noch ins. Zack. Zack. Zack.
So, und dann können wir ja auch langsam mal anfangen, irgendwie zu heizen. Aber erstmal, naja, nee, heizen ist, glaube ich, noch relativ blöde. Weil wir noch mehr Strom brauchen, um heizen zu können. So, für den Strom legen wir jetzt hier mal noch die restlichen Leiterkabel. Und zwar so hier und so hier und so. So. Achso, okay. Ist uns das Material schon wieder ausgegangen? Wunderbar. Hier läuft noch alles. So, wir haben überall noch ein bisschen Erdgas, aber das drücken wir dann hoffentlich mit dem Sauerstoff, den wir dann demnächst mal produzieren wollen, irgendwie irgendwo hin. So, gehen wir erstmal auf Forschung. Was brauchen wir denn als nächstes? Was brauchen wir als nächstes? Das ist die gute große Frage. Haben wir die Heizung irgendwo? Strom, Klima, Zucker, Starkstrom, Leiterkabel. Heizung? Ach hier. Ja, dann gehen wir doch einfach dahin. Okay, wunderbar. So, was habe ich denn hier jetzt gerade freigeschaltet? Ach, Transformatoren. Ja, die brauche ich doch noch gar nicht. Mann, 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 Leute, was ist hier los? Nehmen wir hier mal den Haken raus vielleicht. So. Wäre auch nicht so verkehrt. So. Ja. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt erstmal hier einen unendlichen Gastank gebaut. Das ist ja schon mal relativ heftig. Wo wir jetzt unser ganzes entstehendes Erdgas drin speichern können. Als nächstes gehen wir auf die Sauerstoffproduktion. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Ja, und damit würde ich mich ganz herzlich bei euch bedanken fürs Zusehen. Und ich, ja, wenn ihr Probleme, Anregungen oder ähnliches habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Wenn euch gefallen hat, was ihr gesehen habt, lasst gern ein Abo und ein Like da. Und ja, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Tschüss, bis zur nächsten Folge.